Friedberg, Samstagnachmittag, Hessenliga. Hier duftet es nicht nur nach Fußballrasen, Köfte und Rindswurst, sondern auch nach Aufstieg. Der Hessenligist Türkgücü Friedberg gehört zu den Top-Teams in Deutschlands fünfthöchster Fußballliga. Der Aufstieg in die Regionalliga wird wahrscheinlicher. Aber für die Regionalliga gibt es Anforderungen. Und die kosten richtig Geld, sagt Vereinssprecher Fatih Kaplan. Einmal Sitztribünen für den Zuschauerbereich, Heimbereich, 100 Zuschauer, Sitzplätze überdacht. Und einmal gibt es nochmal einen Gästebereich, der komplett umzäunt werden muss und separater Eingang mit extra WC und extra, genau, Verkaufsstand. Das ist aber nicht alles. Auch eine neue Flutlichtanlage muss her und der kleine Bach muss überbaut werden. Das hat natürlich seinen Preis. Ich denke mal, es wird schon in einen fünfstelligen Bereich gehen. Hohe Investitionskosten einerseits, sportliche Erwartungen andererseits. Eine schwierige Abwägung. Im schlimmsten Fall muss der Aufstieg sogar abgelehnt werden. Klar wollen Vereine hoch, aber dass man denen vielleicht mehr Zeit lässt und mehr Unterstützung gibt, ein paar Sachen, ein paar Kriterien zu erfüllen. Weil es ist halt auch nicht einfach, Spielern zu erklären, wenn du auf den ersten oder zweiten Platz bist, ja, sportlich habt ihr es geschafft, aber wir können nicht aufsteigen aufgrund dieser und jener Kriterien. Und das wäre dann natürlich schade. Sponsoren finden, Bauanträge stellen, Gespräche mit der Stadt führen. Große Hürden für kleine Vereine. Regionalliga-Geschäftsführer Ziegler Freisinger zeigt für die Vereine Verständnis, besteht aber auf Mindeststandards. Dass ich einen VIP-Bereich habe, dass ich Medienvoraussetzungen habe, das ist dann doch irgendwo auch diesem Niveau der Liga geschuldet. Auch, dass ich eine überdachte Sitzplatztribüne habe. Ja. Die Regionalliga zeigt sich in einigen Umsetzungspunkten gesprächsbereit, beim Thema Sicherheit allerdings nicht. Regionalligaspiele auszutragen oder Allgemeinspiele auszutragen, bei der die Sicherheit der Zuschauer nicht gewährleistet werden kann, können wir und auch kein Verein irgendwo verantworten. Zusätzliche Einnahmen könnten helfen, doch hier liegt das Problem. Einen großen Teil ihrer Einnahmen generieren Profivereine durch den Verkauf von Rechten an der Übertragung und medialen Nutzung von Fußballspielen. In der ersten und zweiten Liga werden im Schnitt jährlich 1,1 Milliarden Euro eingenommen und an die Vereine verteilt. In der dritten Liga sind es 26 Millionen pro Saison. Die Regionalliga nimmt einen Bruchteil im Vergleich zur dritten Liga ein. Die Folge: viele Regionalligisten schielen in die lukrativere dritte Liga. Doch es gibt in der Regionalliga Südwest nur einen Aufstiegsplatz. Viele Vereine gehen hier ins finanzielle Risiko und landen dann vielleicht bei ihm, Insolvenzanwalt Thorsten Martini. Also das Problem der Regionalliga aus meiner Erfahrung und dem, was ich in dem Fall gelernt habe, ist, dass man so eine Sandwich-Position hat zwischen dem Profifußball, in dem wirklich richtig Geld verdient werden kann, und dem Amateurfußball. Und dass es sehr schwer ist, mit den Einnahmen, die man erzielen kann, wird man diesen Fußballverein, kann man nicht finanzieren. Ein Paradebeispiel ist dafür der Traditionsverein Hessen Kassel, der hier früher als Zweitligist gespielt hat. Mehrere Insolvenzen hat der Verein schon hinter sich. Hessen Kassels Aufsichtsrat Jens Lüdecke war mit dabei und weiß, wie schnell ein Regionalligist in die Schuldenfalle tappen kann. Und irgendwann ist mal die erste Rechnung da, die man nicht begleichen kann. Dann kommt die nächste Rechnung dazu. Dann ist man auch ganz schnell in der Zahlungsunfähigkeit. Und das kann verhältnismäßig schnell gehen, weil man hat einen riesen Staff dabei, man hat eine Mannschaft dabei, die Geld kosten. Und wenn man das nicht mehr bedienen kann, dann geht es halt ganz schnell. Über die Hälfte der Einnahmen erzielt Hessen Kassel aus dem Sponsoring. Vereinssprecher Daniel Bettermann weiß, dass eine Streuung an Sponsoren wichtig für eine Finanzierungsgrundlage ist. Das sind die ganzen regionalen Unternehmen vom Handwerksbetrieb, vom Bäckermeister, Malermeister oder Einzelhandelsgeschäft, Dienstleister. Diese ganze breite Basis, die braucht's. Und wenn da Einzelne mal ausfallen, dann gerät ja das Gesamtkonstrukt nicht ins Wanken. Und das ist wichtig, dass man sich auf eine breite Einnahmenbasis verlassen kann und daran auch arbeitet. Dass Hessen Kassel trotz seines großen Einzugsgebietes und zweitligatauglicher Infrastruktur lange in wirtschaftlicher Schwierigkeit war, ist für viele kleinere Vereine wie Türkgücü ein warnendes Beispiel. Denn im 30.000 Einwohner großen Städtchen sind die Einnahmemöglichkeiten viel beschränkter, auch wenn die türkische Frikadelle Köfte gut weggeht. Ungefähr 150 bis 200, aber ganz Spiel.
Auch wenn der türkische Çay und die Köftefrikadelle Verkaufsschlager in Friedberg sind, baut Türkgücü neben notwendiger Sponsoring-Einnahmen auch auf die finanzielle Unterstützung vom Friedberger Bürgermeister. Wir hatten ein erstes Gespräch und da hat er schon realisiert, dass man das schon machen könnte. Das war positiv auf jeden Fall. Klar, überlegen wir uns jetzt die Kosten, wie man das aufteilen könnte. Deswegen sammeln wir aktuell die Kosten. Ob fünfte oder vierte Liga, Amateurfußball auf höchstem hessischen Niveau ist teuer. Die Gefahr, dass sich Vereine durch finanzielle Belastungen überschulden, bleibt hoch.